Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Batman. In der letzten Folge sind wir mit den Agents der Agency mehr oder weniger zusammen gegen den Riddler angetreten und haben leider bei einer Entscheidung so schlecht dass die ganze Situation eingeschätzt, dass einer der Agents, der Blake, von uns gegangen ist. Ich weiß nicht, ob wir es verhindern hätten können, ob er so oder so gestorben wäre. Ich glaube nicht. Aber hätten wir dann Avesta, so heißt sie, oder? Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Boah, ich muss pausenlos gehen. Oder hätten wir sie dann aufs Spiel gesetzt? Ich weiß es nicht ganz. Lass uns mal in dieser Episode herausfinden, ob der Riddler jetzt tot ist durch das Mittel von John oder ob er einfach nur eingeschlafen ist, damit er den Rand hält. Lock the ship down and radio for more medics. Bat. Riddler, is he? Oh, God damn it. Oh, this isn't good, Batman. The investigation is a dead end without a breathing suspect. We're in trouble. A lot of trouble. I have no idea how we're getting out of it. You don't have to worry, Jim. I'll take the heat for this. I appreciate the thought, but that ain't gonna cut it. Oh, Waller is gonna come down on us like a thunderbolt. Thunderbolt? I'm the whole goddamn hurricane. I'm about to blow both your asses off the side of this ship. This is a goddamn mess. Agent Blake is dead. Riddler is dead. And I don't know exactly how. But I know you tampered with my suspect at the casino. Unless you expect me to believe that Maury's new neck brace is a fashion statement. Batman is clearly being misused as an asset to the GCPD. I'm taking direct control of law enforcement in Gotham, effective immediately. What? Gordon, you're being relieved of your stars. Bumped down to deputy ops. You can't demote me. I just did. Don't like it? Go cry to the governor. I generously let this cowboy crap with the Batman go on out of respect. Now wait a damn... Gordon's not to blame. I was on the scene first. This is my fault, and mine alone. I'm getting to you. Take some vacation days, Gordon. I've got sensitive case details to discuss with Batman. We're still in this together, Batman. This doesn't change a thing. This city is about to find itself in a crisis the likes of which it's never known. Riddler had a crew. Not just any crew. The worst criminal minds from all over the world, here in Gotham. You come across anything about them? I'm assuming you've heard of them by now. Let me know if you have anything to share. Keeping your cards close to your chest, eh? Well, you'd better get used to showing me your hand. Evidence in his workshop suggests he was involved in a feud with another member of the group. Dr. Harlene Quinzel, former psychiatrist at Arkham Asylum. She's very elusive. Keeps her head down. Much more so than that show-off Riddler. He was going to be my way in once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. Bruce Wayne. Ich mag die nicht. Ich will nicht mit der zusammenarbeiten. Die ist so anstrengend und so bestimmerisch. Und oh, ich finde die furchtbar, ey. Vielleicht kommen wir da irgendwie raus. Ich meine, wenn die weiß, wer wir sind, dann... Die kann nichts Gutes sein.
44% der Spieler ließen, ich habe schon wieder vergessen, wie man sie ausspricht, Iman. Schuldbeladen zurück. Sie war beeindruckt, dass du Waller die Stirn botest. Es tat ihr leid, dich verärgert zu haben, während sie dir die Frage stellte. Sie fühlte sich schuldig, überlebt zu haben, während ihre Freunde starben. Du und 77% der Spieler wurden Zeugen, wie Gorn unerschütterlich wurde. Er schätzte es, dass du ihm vor Waller zur Seite standest. Er wurde misstrauisch, weil du ablehntest, über Lucius zu sprechen. Haben wir das? Weil du ihm vor Waller zur Seite standest, ist seine Treue dir gegenüber jetzt gefestigt. Sehr gut. 64% der Spieler wurden Zeugen, wie Alfred rachsüchtig wurde. Er war stolz, als du sagtest, du würdest den Riddler auf legalem Weg überführen. Da du ihm das Video von Lucius Tod zeigtest, ist Alfred jetzt rachsüchtig. Er billigt deine Entscheidung, das Laufwerk mit Gewalt zu nehmen. Ich fühle mich nicht in der Verfassung, ihm vorzuschreiben, was er zu sehen hat und was nicht. Natürlich hätten wir schützend sagen können, dass er sich das lieber nicht anschaut, aber im Endeffekt weiß er, wie es ihm geht. Und er muss es selber entscheiden. Deswegen finde ich es eigentlich richtig, was wir gemacht haben. Du und 58% der Spieler ließen John begeistert zurück. Bei der Trauerfeier freute er sich, dich zu sehen. Er war stolz auf sich, dass er eine Karte wählte, die dir gefiel. Er war hocherfreut, dass du zustimmtest, seine Freunde zu treffen. Du und 61% der Spieler haben mit Waller auf eine Art zusammengearbeitet, die angespannt war. Sie war nicht froh darüber, dass du Gordon verteidigst. Sie war verärgert, dass du dich mit ihren Zeugen einmischtest. Ach so, mit Maury. Jetzt muss ich überlegen, wer. Weil du hinter ihrem Rücken mit Maury sprachst, wird sie zwar noch mit dir zusammenarbeiten, aber widerwillig. Ich will nicht mit ihr zusammenarbeiten. Die kann mich mal, die kann sich verpissen. Du und 77% der Spieler ließen Tiffany wütend zurück. Oh je, oh je. Sie war hocherfreut, als du ihr sagtest, dass sie mit der Puzzlebox helfen könnte. Bei der Trauerfeier fühlte sie Trost, als du dich ihr gegenüber besorgt zeigtest. Aber weil du ihr die Wahrheit sagtest, Lucius in Gefahr gebracht zu haben, fühlt sie sich jetzt betrogen. Ich finde es immer noch besser, es so zu machen, weil wir haben ihn ja nicht mit Absicht in Gefahr gebracht, sehe ich immer noch so, als zu lügen und dann kriegt sie später raus, dass wir es doch waren, wisst ihr? Also. Was hast du über eine Verbindung zu Lucius erzählt, also Gordon? Du und 82% der Spieler gestanden Gordon, dass Lucius ihr Verbündeter war. Seht ihr, wir haben es doch gesagt. Wartet mal, wir müssen noch mal kurz. Hier. Er war misstrauisch, weil du ablehntest, über Lucius zu sprechen. Das stimmt doch gar nicht. Hier steht es ja direkt nochmal, dass wir es ihm gesagt haben. Naja, ist bestimmt schwierig, die verschiedenen Dialogoptionen alle passend zusammenzumachen. Bist du zu Maury oder Eli gegangen? Wir und 74% die meisten. Wahrscheinlich, weil Eli halt wirklich so derjenige war, der nicht wirklich nahbar ist und der so schlecht gespielt wird. 56% nahmen das Laufwerk mit Gewalt, die anderen haben überwiesen. Das fand ich moralisch sehr, sehr scheiße, den hier rauszuboxen, weil er ist immer noch ein Verbrecher und hat immer noch Scheiße gebaut und muss sich immer noch verantworten. Deswegen sehe ich überhaupt nicht ein, warum wir ihn hier bezahlen sollen, damit er fliehen kann oder irgendwas. Hast du Iman gerettet oder den Agenten? Ach krass. Die anderen haben die Tante sterben lassen oder ist sie bei den anderen nicht gestorben? Lange Pause. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt eine Vorschau oder so. Aber okay, kein Sneak Peek in die letzte Episode, also nächste Episode und nichts. Okay, lasst uns raten, wer das ist. Das ist Bane, oder? Ist das Bane? Das ist Harley. Und das ist, Dingshot. Wie heißt er? Nicht Headshot, sondern... Ah, wie heißt er? Ich hab's vergessen. Der Typ, der immer trifft. Jetzt sagt's doch, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Deadshot? Hieß der Deadshot?
Episode 2, was sich dahinter verbirgt oder darunter. Bruce' Identität steht auf dem Spiel und er muss mit einem neuen mächtigen Akteur in Gotham zusammenarbeiten. In den Schatten Gothams entwickelt sich eine Verschwörung unter Bösewichten, welche die ganze Stadt bedroht. Liebe Leute, ich habe richtig Bock, da schon mal reinzugucken, was hier passieren wird. Und vor allen Dingen, wem wir hier auf die Mütze hauen. Lasst uns mal direkt einsteigen. Ach, das Bild wird dann sichtbar. Das ist ja cool. Das ist cool. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir nicht mal länger und starten mit Episode 2. A madman from Gotham's past returned to terrorize my city. He drew me into his twisted game, striking at the things I hold most dear. But I survived his deadly traps. I emerged the victor. But the cost was too great. Lucius Fox is dead. Riddler is dead. And with him, the only lead I had to taking down the greatest danger Gotham has ever faced. And the person best equipped to help me is a threat to my deepest secret. The Riddler was going to be my way in, once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes. You and I will be working together very closely. Bruce Wayne. First thing you need to know, I can keep your secret. And despite what you did, going behind my back to Mori, I will continue to keep it. No reports, nothing. No one else needs to know. To deal with the present threat, though, I need both of you. The man inside and outside the mask. You have to understand, I'm not the enemy here. It may seem that way right now, but I'm not. Our problems are far too big for us to be bickering among ourselves. If that's true, then reinstate Gordon as commissioner. You really are loyal to that stubborn old mule, aren't you? I'll tell you what. Play nice with me now, and when this is all over, I'll make things right with Gordon. When Riddler's friends hear he's dead, they ain't gonna just carry on carrying on. They might get sloppy. They might want revenge. Or they might simply accelerate their plans. I'm gonna need eyes everywhere in Gotham. A man like Bruce Wayne, with all his influence and resources, can go places Batman can't. You understand what I'm saying, don't you? Your public persona could be a great help to us here. Maybe even as much as Batman in certain situations. I understand. You think I work for you. You're not working for me. We're working together. After all, we both want the same thing. Am I right? What the hell? Looks like the whole city's under attack. We've got a report of a raid on the Gotham PD arsenal. If those bastards get their hands on our weapons... This is coordinated. It's Riddler's gang. It has to be. We're gonna need Batman for this one. Agreed. Emergency services is already pushed to the limit. Well, then we'll have to redeploy patrol officers to defend the arsenal. Don't divert any men, Gordon. I can handle the arsenal call. Thank you. Let's move, people. This is what we train for. There's been an attack in the financial district. Biotech company on the west side is under siege.
What more do you want with me? Hey, shut it! You got what you came for. You don't need me. Oh, you better hope that's not true. Outlive your usefulness and the boss will make a pretzel out of your neck. How many are there? I don't know. 10 or 12, maybe? The really big one, he made me give him the keys to the armored transport vehicles. I didn't want to, I swear. It's okay. Get out of here. Now. Thank you, Batman. Hey, you about done? Yeah, just about. All right. The Batman. Boss, we got company! Who are you? A nightmare. Much like yourself. But you can call me Bane. A man cannot win a war alone. You fight well, but you fight alone. You will die alone. I can see why Riddler wanted to be the one to kill you. Riddler is dead. He's dead? You got Riddler? You should be worrying about yourself. I promised my men a hell of a battle if ever I faced you. And I'd hate to disappoint them. Oh, I haven't faced a true warrior since I left Peña Duro prison. And there, even the Save your strength, man. This one is mine. Pain you're feeling, Batman. Liebe Leute, ob wir unter diesem Trümmerhaufen wieder vorkommen. Ich
Ich glaube ja, dass wir schon längst unten drunter vor sind und gleich von oben oder hinten irgendwo angesprungen kommen, aber pssst. Wir gucken, ob ich recht habe oder ob wir dort unten drunter wie ein kleiner angequetschter Käfer liegen. Das sehen wir nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Episode. Also bis dann.